Hallo Internets, hallo YouTubes. Hier haben wir ein etwas anderes Spiel. Das Spiel nennt sich Her Story. Ist schon ein bisschen was älter. Ich hab's auch schon mal gespielt, kann mich aber nicht mehr wirklich an viele Details erinnern und hab gedacht, ich probiere es einfach nochmal. Diesmal allerdings nicht alleine. Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt. Stell dich doch einfach mal vor. Hi, ich bin der Sirit. Und ich muss sagen, ich bin richtig gespannt, wie das wird. Das darfst du auch sein. Ja, ich würde dich kurz abholen. Also, das Spiel, wie gesagt, heißt Her Story. Es geht darum, dass hier jemand interviewt wird. Und diese Interviews sind aufgenommen worden. Und wir haben jetzt hier die Aufgabe, uns diese Videos anzuschauen und das Ganze einzuschätzen, wie wir das empfinden. Es gibt ganz viele Videos. Eine der Aufgaben ist zum Beispiel, aus den Videos, die man sich angeschaut hat, nach bestimmten Begriffen zu suchen, um dann wieder weitere Videos zu finden. Und nach sollte sich dann ein entsprechendes Bild aufbauen, was passiert ist. Man weiß halt überhaupt nichts. Man weiß nicht, ob die Person vielleicht was damit zu tun hat oder auch nicht. Ob sie lügt, ob sie die Wahrheit sagt, das muss man halt alles herausfinden. Ein kleines Problem gibt es dabei. Das ganze Spiel gibt es nur in Englisch. Ich kann es also überhaupt nicht in irgendeiner Form auf Deutsch umstellen. Das heißt, diejenigen, die kein Englisch sprechen, werden ein bisschen Schwierigkeiten haben, dem Spiel zu folgen. Aber vielleicht könnt ihr aus dem, was ich und mein Kumpel hier so erzählen werden, trotzdem versuchen, der Story ein bisschen zu folgen. Wir werden auch über die Videos natürlich ein bisschen reden, die wir uns hier angeguckt haben. Also von daher denke ich, dass es trotzdem ganz gut laufen könnte. Gut, so beginnt das Spiel. Es gibt hier schon einen Begriff, der ist vorgegeben. Nach dem würde ich jetzt einfach mal suchen. Und gucken wir mal, was uns erwartet. Gut, haben wir das erste Video. You think it's murder? I mean, clearly it's murder. What can I do to help? Okay. Die hat in diesen wenigen Sekunden mehrmals für dich versucht, irgendwas vorzukaukeln. Also, na gut, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin skeptisch. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja noch ein zweites Video. Yeah, that's me. But February, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder? Da wissen wir schon mal, wie das Opfer heißt. Kannst du das jetzt da eintragen bei den User-Tags? Oder was ist das? Was soll ich eintragen? Also ich würde jetzt überlegen, was es sein soll. Also wenn wir da was eintragen sollen, also irgendwie Simon würde hier genannt, das scheint wichtig zu sein. Ja, wir können das mal im Hinterkopf behalten. Okay. Guck mal, du siehst ja auf jeden Fall, wann die Sachen aufgenommen wurden. Ich will nochmal gucken. Und das war am 27.06. Da wurde sie irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass es anscheinend ein Mord war. Dann am 1.07. wurde ihr scheinbar ein Bild gezeigt, wo sie selber auf einer Videokamera vielleicht aufgetaucht ist, keine Ahnung. Und hier am 3.7. gucken wir mal. I didn't murder Simon. You've got it wrong. You've got the wrong person. Okay, also Simon scheint ermordet worden zu sein. Und irgendwie haben sie das Gefühl, dass sie das war. I'd like to speak to the lawyer now. You have no murder weapon.
You have nothing. And all these stories we've been telling each other, just that. Stories. Wow. Krass, wie sie innerhalb dieser vier Videos wechselt von irgendwie ein, ich tue mal so, als wenn ich nichts wüsste, über ich weiß aber auch nicht, zu Arroganz, also ist echt krass. Die ist schon ziemlich abgebrüht, oder? Also man sieht an der Kleidung auch, dass der Tag sich gewechselt hat, man sieht ja auch das Datum. Aber ich finde auch, man merkt auch, dass zwischendurch was passiert ist. Okay, und jetzt? Ich würde jetzt einfach nochmal nach was anderem suchen. Ja. Scheint hier um Simon zu gehen. Ich hätte das gleiche gesucht, ey. So, und hier haben wir jetzt halt das Problem, ne? Also, wow. Wir haben 61 Suchtreffer, ja. Aber Access limited to the first 5 entries. Also wir können uns immer nur die ersten 5 Suchergebnisse angucken. Ich glaube, kann noch nicht scrollen oder irgendwas. Also. Das heißt, aber man muss nachher wirklich. Also es sind erst 5 chronologisch sozusagen, ja? Naja. 18.06. 19.17, 19.18. Stimmt. Du hast recht, die Sachen sind chronologisch. Tschüss. Okay. Aber guck mal, das heißt. Das ist interessant, das ist das Datum im Spiel jetzt sozusagen. Krass. 16.06.20? Es steht doch da. Ich meine, ganz ehrlich, es ist 94 aufgenommen. Okay. 16 Jahre später? Okay, gut. Aber es ist auch... Guck mal, hat das was zu sagen hier oben? You're logged in. Sehr interessant. Okay. Ja, scheint auf jeden Fall chronologisch zu sein. Mhm. Na dann, gucken wir mal, was wir zu Simon finden. Simon Smith. He works at Ernst Brothers Glass. They do windows, all kinds of glass. Simon does the more special work. Mirror making, feature windows, artistic things. Really beautiful things. Mhm. Na gut, wissen wir ein bisschen was über Simon. Was er arbeitet, dass er Fenster macht, also Glas macht. Die künstlerischen Sachen. Spiegel. Ja. Das ist jetzt aber schon ein paar Tage vorher. Ja, das ist jetzt 18, das andere war 27, nicht wahr? Ja, und 1.7. und so. Simon is 6 foot, darkish blonde hair, average build. He's clean shaven. If his beard grows, it goes ginger, so he shaves it. I mean, not that there's anything wrong with ginger hair. I bought a photo. They said a spring photo. This was taken last year on holiday in Rome. It's the best one I have. Na, schade, dass das Bild nicht zeigen. Also, er hat eine Glatze und er hat einen Bart. Ginger Hair, was immer jetzt auch Ginger heißt. Was ich mich ganz Zeit frage, ist, wir hören ja ihre Antworten. Was waren die Fragen dazu? Also was haben sie gefragt, dass sie das antwortet? Das ist halt das, was mir vorhin schon aufgefallen ist. Einmal wird sie, ich sag jetzt mal, des Mordes angeklagt und hier spielt sie eine ganz andere Rolle. Also sie beschreibt ihn. Mehr an. It's the Rockington Arms, the Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Simon likes to drink with, and the barmaid they're having sometimes, Helen. Peter said Simon had been in and had a few drinks. Mhm. Okay, weitere Namen, nach denen man suchen könnte. Ja. Die Bar, wo wir hingehen, der Barkeeper. Sag mal, hört sich das für dich auch so an, dass sie ihn irgendwie vermisst meldet in diesen Videos hier? Das würde es erklären. Das ist eine gute Idee.
Also sie beschreibt ihn, sie bringt ein Foto mit, worum sie gebeten wurde. Genau, richtig, genau. Hören wir uns mal weiter an. Yes, there's an Amstrad one. No one uses it for very much. There's a printer, so you can write letters on it. Simon sometimes plays games. You know, climb the tower, save the princess, that kind of thing. Die haben sie quasi gefragt, ob er einen Computer hat. Und dann sagt sie, ja, er hat einen. Und damit kann man was drucken und er spielt Spiele. Sagt mir jetzt erstmal nicht so viel. Simon isn't the type to run off or do anything crazy. Someone must have done something to him or there must have been some kind of accident. So, what do we do next? Ja. Definitiv Vermisstenmeldung. Okay, what do we do next? Das ist die gute Frage. Oh, ich wollte mal gucken hier. Ah, guck mal. Hier kannst du deine Suchhistorie da auf jeden Fall auflisten lassen, wie viele Ergebnisse du da hattest. Oh, wollen wir das so machen? Von mir aus ja. Ich meine, ich finde es ja authentisch, wie sie es gemacht haben. Haben es echt gut gemacht, aber es ist anstrengend. So ist es angenehmer, finde ich. Also ich lasse es mal so. Ja. Hast du dir eigentlich schon die schöne Windows 95-Oberfläche hier angeguckt? Sieht sie nicht wunderschön aus? Oh, guck mal hier. Geil. Instability, okay. Und was haben wir denn hier? Aha. Wo ich gerade sage, das ist jetzt... Aha. Gut. Wollen wir, glaube ich, nicht mehr drüber wissen, oder? Ja, außer halt, dass es um Mirrors geht und Simon macht was mit Mirrors. Ob das Zufall ist? Da unten bei Hack-Info hat ganz unten Crack in the Mirror oder so ähnlich, ganz unten am Ende. Cracks with Glass, so. Ne, Glas. Ich hab Glas gelesen. Okay. Alter, okay. Ob das Simon ist? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber ganz ehrlich, was hat es da in dieser Art und Weise zu suchen? Also, du bist ja hier quasi der Polizeibeamte, der das untersucht. Was macht? Das gibt noch keinen Sinn. Nee, irgendwie nicht. Cracker, Cyber Ghost? One for the mums here. Classic two-player strategy for lunchtime gaming. Enjoy. Okay, ich kann nichts damit anfangen gerade eben. Also, das ist wahrscheinlich dieses Spiel, was der gelöscht hat. Keine Ahnung, wo er es her hatte. Okay. Aber ich möchte mal was ausprobieren. Okay. Oh. Okay. 271 Videos. Ich bin aus Versehen auf die Enter-Taste gekommen. Also du kannst sogar nach nichts suchen. Okay. Das heißt, es gibt 271 Videos in Summe. Und die sind chronologisch. Das heißt, das sind die ersten Videos überhaupt hier, ja? Keine Ahnung. Lässt sich nur herausfinden. Black coffee, thanks. No sugar. Sweet enough as it is. Okay, das habe ich übrigens erst auch schon gedacht bei dem anderen Video, wo sie so, wo sie da angegriffen wird, ist Mordes. Da wirkt sie auch so ein bisschen flirtend irgendwie. Also, da ist irgendwas. Definitiv, ja. Also. Gucken, was wir hier noch haben. My name is Hannah. H-A-N-N-A-H. It's Palindrome. It reads the same backwards as forwards. It doesn't work if you mirror it though. It's not quite symmetrical, but well, I mean, you get the idea. Sorry. Hannah Smith. I live at 31 Gladstone Street. Also... Ist das... Ja? Es gibt Menschen, die,
ich sag jetzt mal, drauf losplappern, wenn sie nervös sind. Das ist ganz normal. Bei ihr habe ich aber nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, sie ist kontrolliert nervös. Ich nehme die Rolle nicht ab, muss ich ganz offen sagen. Okay, also ich hatte jetzt eher noch das Gefühl, dass sie hier noch authentisch ist und dass sie hier wirklich einfach wirklich aufgeregt ist. Und das macht man ja nicht alle Tage. Also ich nehme sie ab quasi. Nee, also im Bezug auf die anderen Videos, die wir schon gesehen haben, ich bin wirklich der Meinung, das hier ist total gespielt. Also sie möchte gerne nervös wirken, aber ich glaube, dass sie alles unter Kontrolle hat. Alles, was sie sagt. Dieses ganze Drumherum, dass sie ihren Namen erklärt und dass man den vorwärts und rückwärts lesen kann. Das sind alles Informationen, das interessiert einen Polizist, der sie befragt, überhaupt nicht. Das ist so ablenkend. Also, so wirkt es auf mich. Also ich weiß, wenn man versuchen will, eine Story glaubwürdiger zu machen, dann muss man Nebeninformationen bringen, die nicht wichtig sind. Das macht es glaubwürdiger. Wenn du nur die Hauptstory erzählst, dann wirkt es vielleicht wie auswendig gelernt, dann fällt es auf. Aber was mir in dem Video jetzt gerade mehr aufgefallen ist, ist, dass ihr Nachnamen gesagt hat. Und ich glaube, Simon ist auch Smith, würde ich sagen. Also das heißt, die sind wahrscheinlich verheiratet. Entweder verheiratet, kann natürlich auch sein Bruder und Schwester. Kann natürlich sein. Hm. Gleicher Nachname. Aber würde sie, naja, wahrscheinlich eher verheiratet. Ich glaube nicht, dass sie so süß holzraspelnd über ihn sprechen würde. So mit Bold und Ginger Hair, sein Bart und so. Also ich glaube schon eher verheiratet. Das passt schon mehr, ja. Das passt schon mehr. Ja, Frage ist, ob wir uns mal irgendwie überlegen sollen, was wir hier bei den Tags mit reintragen. Also wenn du wirklich recht hast und das hier die ersten Videos sind, dann ist das ja auch der erste Tag. Und ich glaube, es würde halt schon sehr viel Sinn machen, wenn man die dann auch nachher sich chronologisch irgendwie angucken kann. Wenn wir 271 Videos haben, ja, vielleicht fällt dir irgendwas ein. Trag doch mal hier ein, First Day oder so. Na gut, dann müsstest du das bei allen Videos eintragen. Das könnte aufwendig werden. Ja. A mobile phone? Yeah. Well, they have one for the glaciers, but it's only for work. I can't remember the number. It's in the kitchen. I saw it plugged into its charging cradle. Also hier würde ich eher dir recht geben, dass sie das auswendig gelernt hat oder dass sie sich das zurechtgelegt hat, was sie gerade sagt. Das war dieses gespielte, ach, ich kann die Nummer nicht erinnern. Ach nee, stimmt, das ist ja in der Küche. Irgendwie habe ich diesen Eindruck, ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Ich weiß nicht, trag doch mal was ein. Also ich meine, jetzt redet sie hier über... Das könntest du schon eintragen, Vermisstenanzeige oder sowas. Einfach mal so. Mach mal. Ich will mal wissen, wenn du das einträgst, wie mir da, wie das macht. Wenn du jetzt danach suchst, findet er dann dieses Video hier? Such mal nach Missing jetzt. Oh. Ja. Findet er. Hier findet es und das andere sagt, am anderen sagt es wahrscheinlich das Wort. Mach mal das eine an. I thought it made me sound suspicious. It's not a normal thing to do, to drive to the other end of the country. I wanted to keep it simple. I know it was stupid not to tell you everything. Saying I spent the night in Glasgow when my husband went missing, I thought it would, you know, distract you from what was important. It's different now. Now he's... Wow, hier sind wir richtig tief reingesprungen in die Story gerade eben. Definitiv, ja. Schreib mal irgendwas hin, mach mal das Blank weg und schreib mal irgendwas hin, dass wir das wiederfinden. Das ist wichtig oder sowas, keine Ahnung. Das müssen wir uns später nochmal angucken, wenn wir tiefer drinstecken. Ja, die Frage ist, warum hier Blank überhaupt drinsteht. Ja, weil wahrscheinlich das... Ich will mal was ausprobieren. Ja.
Genau. Also das, dann suchst du mit dem Suchbegriff auch in den User Tags. Ja, definitiv. Ich nehme das mal hier wieder raus. Also irgendwas, von mir aus kannst du das Blank rausnehmen, aber auf jeden Fall irgendwas reinschreiben schon, dass wir das Video wiederfinden. Irgend so ein besonderes Wort, irgend so ein besonderes Tag, so wie Sirit oder was weiß ich, kannst du auch wichtig reinschreiben, weil die sprechen ja Englisch, da würde wichtig auch funktionieren. Einfach, weil ich das Video später nochmal gucken will. Na, die Frage ist, was? Was soll ich eintragen? Na, wichtig. Wenn du mich fragst. Ja, aber warum ist es wichtig? Also, wenn du so gehst, sind ja alle Videos irgendwie wichtig, aus irgendeinem Grund. Naja, ich kann es noch nicht so genau sagen. Ich habe gedacht, wenn man es quasi wichtig einträgt und es irgendwann tatsächlich mal mehr als 5 Videos gibt, wo du wichtig eingetragen hast, dann kannst du ja das wichtig später genauer deklarieren. Mir ging es gerade nur darum, dass ich das Video gerade sehr interessant fand, weil sie hat irgendwas gesagt, ich habe schon vergessen, wo ich denke, das wollen wir bestimmt später nochmal anhören. Sie hat irgendwas gesagt von, dass sie was nicht erwähnt hat. Sie hat erwähnt, wo sie hingefahren ist, andere Ende des Countries und sowas. Und ich kann es auch überhaupt nicht einordnen in die ganze Story, was das für eine Bedeutung hat. Deswegen einfach nur so eine Art Lesezeichen quasi setzen. Ja, aber was soll ich eintragen? Du sagst mir immer, ich soll was eintragen. Ja, aber was? Wichtig, wichtig. So? Ja. Oder von mir aus trägst du was anderes ein. Einfach nur ein Wort, was, sag ich mal, in keinem anderen Video gefunden werden kann. Also du kannst auch gerne eintragen, vergessen oder habe ich nicht gesagt oder sowas. Aber irgendwie, was man halt, wo ich sage, das wird ein Suchbegriff in keinem anderen Video vorkommen. Bloß erinnerst du dich nachher noch an all die Suchbegriffe, die wir so eingetragen haben? Noch haben wir erst einen eingetragen, noch erinnere ich mich an alle. Okay. Wenn wir das machen, wir es nochmal an, dann können wir gucken, was wir was genauer spezifizieren. Aber ich habe gerade noch kein weiteres Wort, wo ich es jetzt sagen könnte. Für mich ist es gerade einfach nur merken. I thought it may sound suspicious. It's not a normal thing to do, to drive to the other end of the country. I wanted to keep it simple. I know it was stupid not to tell you everything. Saying I spent the night in Glasgow when my husband went missing, I thought it would, you know, distract you from what was important. It's different now. Now he's... Ja, irgendwie, dass sie wird ja gerade verdächtig oder sie ist weggefahren. Wie gesagt, mir würde wichtig reichen. Okay, steht er jetzt auf jeden Fall drin, wichtig. Gut. Man sucht nochmal nach Nix, dass wir nochmal die Liste sehen. Da waren ja noch Videos, die wir nicht geguckt hatten. Oh ne, doch, ne, die haben alle geguckt, okay. Ja. Wollen wir es einfach mal durchnummerieren? Einfach sagen, jetzt hier, erstes Video kriegt man eine 1. Das war so irgendwie so eine Chronologie erzeugen irgendwann. Das wäre halt eine Idee. Das wäre halt eine Idee. Funktioniert das? Okay. So, dann haben wir hier... Das werden dann die 2. Willst du denn das andere noch mit drin haben? Mach mal weg. Mach mal weg. Mach mal weg und such mal nach jetzt such mal nach einer 002, dann wirst du das zweite Video finden, oder? So, ja. Und jetzt? So, jetzt such mal nach Blank. Jetzt bin ich gespannt. Guck mal, und wir haben 2 weniger. Weißt du, was das heißt? Ja! Die haben über Blank reingeschrieben, das heißt, Blank ist ein Video, was wir noch nicht getaggt haben.
Das heißt, wir können quasi blank ersetzen durch die Zahl und haben sie dann nummeriert. Alter, das ist... Es ist zwar mit... Aber das gibt's Video aufwendig, aber es ist mal ein Plan. Also was ich jetzt halt dann noch cool finden würde, wenn wir hier dann vielleicht noch mit dazu schreiben, was die einzelnen Videos beinhalten. Ja. Wenn dir was einfällt, gerne. Black coffee, thanks. No sugar. Sweet enough as it is. Oh, kennst du so manipulative Menschen? Ich finde das ganz schlimm. Ja.